Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter, wir sind hier immer noch in der Spielzeugkiste der Shy Guys und ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen anders prepared. Bedeutet, ich habe nochmal die Orden angepasst, denn ich denke, jetzt wird wahrscheinlich ein Bossfight kommen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Ich kann sein, dass das jetzt voll in die Hose geht, aber ich wollte einfach mal ein bisschen was ausprobieren, um zu gucken, wie das so auf Bosse sich auswirkt. Also wie gesagt, ich habe noch einen Multisprung drin, den Sprung Plus, dass wir uns richtig schön aufwerten können. Den Power Doubts, das ist ja jetzt so meine Idee, dass ich quasi die zwei als Kombi nehme. Hammerangriffe habe ich aktuell gar keine drin. Ich hoffe, das ist kein Fehler, aber ich hoffe es einfach mal, dass es passt. Habe jetzt BP Plus und den Kraft Plus drin. Verteidigung Plus, also wir kriegen auf jeden Fall schon mal einen Schaden weniger. Kampfrausch. Dann befindet sich Mario in einem kritischen Zustand, kriegt er plus 4 Angriffskraft, könnte auch geil sein. Dann habe ich Tu mir nichts, wenn Vorsicht geboten ist, das heißt, wenn Mario in einem kritischen Zustand ist, dann gehen Angriffe eher daneben. Und hin und wieder werden Gegner Mario-Angriffe verfehlen. Diese drei, diese Sachen habe ich jetzt auch hinzugefügt und hoffe mal, dass das vielleicht eine geile Kombi ist. Ich guck mal, es ist ein bisschen kritisch, aber wir schauen mal, wie das läuft. So, ich save nochmal und dann hoffe ich, dass der Bosskampf wenigstens gleich startet und ich keinen Fehler gemacht habe. Ja, wie gesagt, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Okay, hier hoch kann ich nicht. Die sind hier fleißig am Schaukeln. Hier ist eine 1. Kann natürlich sein, dass ich jetzt voll in die Scheiße greife und da ist jetzt irgend so ein ganz komischer Boss. Das wäre natürlich richtig doof. Wie zum Beispiel jetzt viele Shy Guys. Aber die haben alle Schiss. Die haben einfach alle Schiss. Oh, die Armen. No. Aber jetzt die Frage, kommt jetzt Gourmet Guy als Boss oder kommt jetzt King Shy Guy? Boah, ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, ey. Hier, 5. Hier sind überall schon wieder so Zahlen. Sollte ich mir die merken? Eine rote 1. Eine grüne 5. Ich weiß es nicht. Sollte ich? I don't know. Dö, dö, dö. So, da ist ein Block. Wie soll ich da hinkommen? Okay, jetzt aber die Frage. Ich muss doch bestimmt irgendwie schweben, oder? Also ich muss da hochkommen. Oder warte mal. Wir haben hier vorne eine 1. Muss ich vielleicht erst auf den irgendwie draufkommen? Weil hier komme ich ja... Ich komme hier nirgendwo hoch, ne? Nee. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich an der 1 anfangen muss und dann vielleicht irgendwie so komisch rüberschweben. Aber ich komme ja nicht mal auf die 1 drauf. Und oben ist halt auch eine 2. 1 ist rot. 2 ist blau. Kann ich das hauen? Ah, okay. Also ich kann hier drauf, kann das so machen. Ah, verstehe. Okay, dann kann ich hier rüber jumpen. Und jetzt kann ich mit ihm hier bestimmt, oder? Jo, geil, Alter. Was ist denn das? Sternwind. Sternschnuppenhagel gegen alle Gegner. Angriffskraft 6. Hört sich gut an. Nehmen wir mit. Geilo. Okay. Nö. Ich will doch eigentlich einen Bossfight machen. Na toll. Was passiert hier gerade? Passiert hier überhaupt was?
Ist das dumm? Ja, hä? Hä? Und bitte? Okay, Bombette ist nicht die Lösung. Aber unsichtbar machen scheinbar auch nicht. Hä? Was soll ich machen? Mario, hilf mir mal bitte. Hier ist es wirklich finster. Ich kann überhaupt nichts sehen. Momentan könnte jemand neben mir stehen und ich würde es nicht mal bemerken. Ah! Was? Ich bin... Hä? Hä? Momentan könnte jemand neben mir stehen und ich würde es nicht mal bemerken. Ja, aber wie soll ich denn hier Licht reinbringen? Habe ich irgendwas vergessen? Hier, Koopa, roll mal durch. Ich so, jo, lass Bossfight machen. Alle anderen so, hä? Was für ein Bossfight? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Könnte jemand neben mir stehen, ich würde es nicht mal merken. Ja und? Ich stehe voll auf dem Schlauch. Brauche ich irgendwas? Brauche ich irgendeine... Habe ich irgendwas vergessen? Brauche ich irgendeine Taschenlampe oder so? Warte mal. Items haben wir ja keine mehr. Nö. Warte mal, ich kam. Wie? Hä, jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Hä? Hä? Was zur Hölle passiert hier? Ah, ich habe nach oben gedrückt. Ich habe nach oben gedrückt, da geht's raus. Okay, warte, muss ich irgendwo nach oben drücken? Aber man sieht halt wirklich gar nichts. Ich verstehe es nicht. Okay, wir lassen es mal. Also ich drücke hier ständig nach oben, nach links, nach rechts, aber hier passiert gar nichts. Und jetzt komme ich irgendwie auch wieder nicht raus. Doch jetzt. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es gerade echt nicht. Gibt es auf der anderen Seite noch einen anderen Weg? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen tatsächlich. Oder ich rede mal mit einem Tod oder so. Ich weiß nicht. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Habe ich was übersehen? Oh ja, hier. Ich wollte eigentlich einen Bossfight machen. Shit. Okay, ich bin mal gespannt. Jo, ich mache jetzt mal Sprung plus. Ne, ich mache einen Multisprung. Ach du Scheiße. Ich darf da nicht drauf hüpfen? Ach so, wegen dem Eis. Das letzte Mal konnte ich wegen dem Eis drauf hüpfen. I understand. Okay, 3, 2, 3 sind verwirrt. Okay, ist, glaube ich, gerade schlecht, ne? Ja, woher soll ich das denn auch wissen? Das nervt mich gerade.
Ja, ich, ja, wir brauchen jetzt bestimmt einen Bossfight. Ja. Richtig schlau von mir. Bam. Richtig schlau. Ich bin so richtiger Profi. Erstmal 10 Minuten nur im Dunkeln rumgerannt. Dumm. Richtig dumm. Bam. Okay, der erholt sich und dann jump ich jetzt nochmal mit Mario drauf. Ja, okay. War irgendwie... Ich habe mir das anders vorgestellt. Aber gut. Ja, dann Feuergegner. Für Feuergegner ist das natürlich echt doof. Ich glaube, dann ändere ich hier auch nochmal meine Ansichtsweise ein bisschen. Verteidigung ist okay, aber ich glaube, ich würde Glück gehabt wegmachen. Mach Eispower rein. Und was ist Meditation nochmal? Schnellere Erdbeben. Ja, komm, nochmal einen Wirbelschlag rein. Fertig. Aber das ist mal so. So, hier sind überall schon wieder so Zahlen. Haben die denn irgendwas zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Hier ist wieder eine 1. Wahrscheinlich hat das alles nichts zu bedeuten. Ich nehme mal Gumbario wieder. Als Hauptteammember. Na, Siki. Nein, Gumbario ist runtergefallen. Nein, ich bin auch runtergefallen. Was ist das für ein ekliges Geräusch? Hä? Was ein ekelhaftes Geräusch. Mann! Klappt gerade nicht so gut mit den Erstangriffen. Pass auf, ich probiere das jetzt mal. Ich mache jetzt mal Sprung plus. So, plus 2. Und... Boah, ja, an sich ist das egal. So. Aua. Wow, Alter, nice. Ab wann bin ich eigentlich... Was soll das heißen? Mach einen Jump oder was? Multisprung. So. Shit. Ja, Timing stimmt halt nicht, ne? Bam. Timing muss ich ein bisschen üben. Der hat mich verwirrt. Toll. Egal, ich kann ihn trotzdem angreifen mit ihm. Ich will es halt trotzdem mal ausprobieren, wenn der jetzt in einem kritischen Zustand ist. Plus 4 Angriffskraft. Erscheint mir geil. Erscheint mir wirklich geil. Ich will es halt mal ausprobieren, Leute. Lasst mich doch. Was ist das? Fokus-Kommando lädt die Sternenergie mehr auf. Nochmal. Okay. Aber hier werde ich ja noch nicht zum Boss kommen, oder? I hope. Da kann ich jemanden aufwerten. Aber wen? Boah, wen? Gumbario, oder? Ich werde erstmal Gumbario wieder auf. Ich glaube schon. Alter, einfach die Meisterklasse hier. Let's go. Keiner deiner Freunde kann momentan aufgestuft werden. Warum? Warum? Wann können die wieder aufgestuft werden? Das nervt mich jetzt ein bisschen. Ich nehme mal Bombette dazu. Die knallt nämlich ein bisschen mehr rein als Mario. Uiuiuiuiui.
Jemand ist gekommen. Jemand ist hier im Dunkeln. Wer bist du denn? Uiuiuiui. Oh, kann es denn sein? Uiuiui, es ist Mario. Hi. Jetzt bist du mein Mario. Uiuiui, lass dich nie mehr gehen. Ist er der Boss oder was? Uiuiuiui, ich werde mich ganz rasch um dich kümmern und dann wieder in die Dunkelheit zurückkehren. Ich hasse das Licht. Deswegen nehme ich dich mit in die tiefste Finsternis. Alter, ist der gruselig. Was ist denn mit dem los? Natürlich habe ich jetzt gerade auf Bombette gewählt, weil ey, hier ist so random alles, ne? Dann muss ich das halt erst nächste Runde machen. Ich hätte ja mit Mario wechseln können. Na gut, bin ich selber schuld jetzt. Bin ich echt selber schuld jetzt. Okay, pass auf. Wir machen Sprung plus. Wir machen Sprungangriffskraft um 2. Let's go. Geblockt habe ich trotzdem. Und jetzt machen wir einfach mal unseren Powerhüpfer. Trifft einen Gegner, so oft das Action-Kommando stimmt. Oh. Ich kann nur die Laterne kaputt machen. Dann mache ich das halt. Ah, es wird immer heller quasi. Ah, verstehe. Okay, Scanner. Jack Laterna. Das ist Jack Laterna. Er weicht Angriffen aus, indem er sich mit Dunkelheit umgibt. Maximale KP 40, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Deine Freunde, wie ich, erleiden ebenfalls Schaden, wenn er seine Blitzattacke ausführt. Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Trifft mehrmals die Laterne, um sie heller leuchten zu lassen. Dann kannst du ihn auch direkt treffen. Sobald er sichtbar wird, solltest du seinen Kopf angreifen. Ah, okay. Aber ist er jetzt sichtbar? Au, das Licht, es ist so hell. Das ist nicht gut. Hier, dunkler und dunkler. Natürlich. Aber heißt das für mich, ich sollte jetzt ihn, Gumbario, verwenden, um... Ja, wahrscheinlich schon, ne? Okay, ich mach nochmal... Ich mach nochmal Sprung plus. Muss ein bisschen rumprobieren. So, dann wechsle ich, dann Kopfnuss und zack. So, ist ein bisschen heller geworden. Autsch. Natürlich ist Ärger jetzt gestunt. So, kann ich jetzt ihn aber angreifen? Ja, ich kann jetzt ihn angreifen, okay. Dann machen wir jetzt den Powerhüpfer. So, let's go. Ja, gut. Macht schön Schaden. Aber ich bin halt in dem Timing einfach noch nicht so gut. Wir haben 12 Schaden gemacht. Ist nicht schlecht. Hätte besser sein können. Ja, wir machen Erfrischung, oder? Das sollte eigentlich so an sich passen. Oder wir machen es anders und... Nehmen wir uns einen Kuchen. Oder eine Soda? Ne, Kuchen. Superpilz, KP, Kuchen. Ich nehme Kuchen. Ich brauche nur BP. So, er darf ja nicht angreifen. Ich krieg 4 Schaden. Bin ich jetzt in einem kritischen... Ich bin noch nicht in einem kritischen Modus. Ab wann bin ich denn in einem kritischen Modus? Okay, Sprung plus für Mario. Let's go. Aber ist das, ist der Boss? Gute Frage, nächste Frage. Okay, Doppel, Bam, Bam. So, jetzt ist hell genug, dass ich ihn angreifen kann, ne? Ja, danke für nix. So, wir tauschen. Kopfnuss. 1, 2. Mario ist dran. Powerhüpfer. Trifft einen Gegner so oft, dass Action-Kommando stimmt. Let's go. Aber die Angriffskraft sinkt immer weiter. Verstehe. So, jetzt bin ich in einem kritischen Zustand, richtig? Jetzt bin ich in einem kritischen Zustand. Das heißt, jetzt steigt meine Angriffskraft enorm. Aber ich kann ihn ja auch immer noch angreifen. Das heißt, ich kann jetzt nochmal einen Powerhüpfer machen. Das war's dann für ihn.
War es doch noch nicht für ihn. Shit. Okay, er macht alles wieder dunkel. Ist er jetzt wieder mit am Start? Ne, er ist noch nicht wieder mit am Start. Shit. Aber warum steigt meine Angriffskraft nicht? Müsste ich jetzt nicht mehr Angriffskraft bekommen? Oder habe ich da was falsch verstanden? Dann war das jetzt komplett useless, wie ich das gemacht habe. Dann machen wir es lieber wieder anders dann. Vielleicht ist es aber auch ein besonderer Gegner, deswegen klappt das nicht so, wie ich es mir vorstelle. So, ich mache erstmal wieder heller. Okay. Also wenn es jetzt nicht kritisch ist, dann weiß ich halt auch nicht mehr. So, maximale Helligkeit erreicht. Und das sollte eigentlich reichen. So. Ich habe nur 3 Schaden gemacht. Der hat aber keine Verteidigung eigentlich. Verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich nicht ganz. Aber Leute, wir haben ihn besiegt. Nein! Hi, Herr Schnauzbart. Ich bin Watt. Lässt du mich von hier raus? Achso. Ist ein Glühwürmchen, oder? Ach, nein, es ist eine Babysonne. What? Hi, hi. Ich bin frei. Ich bin so froh. Danke, Herr Schnauzbart. Babysonne. Hey, bist du nicht El Mario? Mhm. Oh, du hast mich gerettet. Wie ein Held. Du bist doch ein Held, oder? Du bist der Coolste. Oh, du hast mich vor dem bösen Uiuiui-Kerl gerettet. Das werde ich dir nie vergessen. Ich gehe mit dir, Mario, okay? Ich habe gehört, wie die Shy-Guests sagten, dass du versuchst, Prinzessin Peach vor Bowser zu retten. Du bist super toll. Du bist der Größte. Ich glaube, du bist der Beste. Deswegen möchte ich dir helfen. Ich werde auch brav sein, ehrlich. Was gehört zu... Was, einfach ein neues Teammitglied? Drücke nach unten, um die Umgebung zu erhellen. So werden auch unsichtbare Blöcke ans Licht gebracht. Im Kampf kann sie Gegner mit Elektrohieb schockieren oder mit Powershock lähmen. Alter, was? Das kam jetzt super unerwartet. Oh, ganz schön dunkel hier. Irgendwie mag ich die Dunkelheit. Aber jetzt kann ich dir beweisen, wie hilfreich ich sein kann, okay? Setz meine Kräfte ein, okay? Okay, aber Leute, das machen wir am nächsten Part. Bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi.